So, das ist die Calliope Gloriosa. Das ist ein Mandolinentonteil hier, wo man das hier einstellen kann. Da kann man die Tonhöhe verändern. Ist der Tonarm mit der Nummer 129539 und auch das Werk 129539. Sehr schön auch hier zu sehen. Dämpferbleie, alle top in Ordnung. Naja, legt man mal eine Platte auf. Alle Jahre wieder kehrt das Christuskind. Platte immer so rumlegen, dass der Pfeil zum Tonarm ist. Ist mit einer Hand ein bisschen schwierig. Hier an der Seite ist die Bremse, der kleine Knopf Start und Stopp. So, dann machen wir mal eine andere Platte. Das war also die. Dann haben wir hier noch am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Das ist die Platte 35, Stille Nacht, Heilige Nacht. Also das sind jetzt nur die drei Platten, die ich quasi dazu gebe. Inklusive des Verkaufspreis sind diese drei Platten dazu. Das sind drei Weihnachtsplatten, relativ selten oder sehr selten in dieser Größe und Erhaltung. Ich habe für das Gerät bestimmt 50 oder 60 weitere Platten, aber diese drei Platten, die gebe ich mal inklusive dazu. So, und dann kann man den Deckel hier wieder zumachen. Was natürlich auch toll ist, ist ein schönes Furnierbild und auch der schöne Baumhalter. Übrigens sind diese Baumhalter mit dieser leichten goldfarbigen Anmalung die Originalen und sieht man jetzt hier vielleicht schlecht, aber der ist Braunton ist da drunter, kein Schwarz. Also das Hauptton ist braun mit ein bisschen Gold.
Und was natürlich auch ganz schön ist, ist der Telleraufsatz. Früher nahm man das als Obstschale. Der ist auch sehr schöne Ornamentik. Der ist nicht original, beziehungsweise der ist ein abgegossen, das ist eine 1:1 Kopie vom Original. Der ist in Messing gefertigt und neu angefertigt und ist eine 1:1 Kopie. Allerdings wird es Inserate geben, da schalte ich das Ding mit oder auch nicht, wird sich dann im Preis um 298 Euro ändern.